hallo und herzlich willkommen zum Küchenkarussell. Die nächste Runde geht rückwärts. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? An meiner Seite wie immer die bezaubernde Britta. Hallo, ich mach so wegen der Winkerarme, ne? Weißt so, ja. Ja, genau. Oder wie Bernd. Wir backen heute kein Brot. Hallo, okay, wir, weiter. Wir backen du auch. Pass auf. Nur weil dein T-Shirt länger ist, ja, ne? Ja. Martin, guck auf den Ticker. Ja, genau. Heute ist ein wichtiger Tag. Heute ist ja Deutschlandspiel. Eben. Und da gibt es wohl jemanden, der da ganz dringend pünktlich vor dem Bildschirm sitzen möchte. Ich bin Fußballexpertin. Ja, komisch, ne? Ganz komisch. Wie viele, es ist unfassbar, wie viele Politologen und Virologen plötzlich jetzt auf einmal wieder Fußballtrainer sind. Ja, das stimmt. Sind das jetzt Quereinsteiger? Ich steige in alles quer ein, auch ins Kochen. Los, hau rein. So, ja, also, Dessert ist im Glas. Du hast ja eine kurze Hose an. Ja, ich habe eine kurze Hose. Kannst du dich mal eben umdrehen? Es ist warm hier. Nein. Du solltest Martin mal von hinten sehen. Blaubeeren, Zitronen, Joghurt, Milch, Kokosöl, Butter, Kokosmilch, 2 Eier. Kochen ist Krieg. Kochen ist Krieg. Oh, mit Bild diesmal, ach du Schande. Als kleine Hilfe. Das ist nett. Ich nehme das Pinke. Ich bin Mädchen. Zitronencreme mit Lemon Curd und Blaubeerkäsekuchen-Dessert. So, Blaubeerkäsekuchen-Dessert. Meins. Genau. Guck mal, wir sind falsch rum. Weißt du, damit du auch nicht auf dumme Gedanken kommst? Zeig das Bild mal in die Kamera. Zeig die Bilder. Ich muss das erst zerreißen. Du hast ja falsch rum ausgedruckt. Also ich zerreiß das jetzt erst und dann könnt ihr euch das angucken. Weil ich nehme nämlich passend zu meiner Maske das. Moi. Was? Hier, Edouard. Haben wir nicht eine Stecknadel irgendwo? Okay, also das versuche ich jetzt. Ich versuche das also, auch nur. Haben wir nicht eine Stecknadel irgendwo? Wen fragen wir denn hier? Ja, ich gehe schon los. Ich suche schon. Du musst weitermachen. Das ist deine Sendung. Ich mache schon mal weiter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Siehst du? Ich auch Martin, nicht. Martin, es gibt noch mehr Zutaten. Die stehen auf der Anrichte. Die habe ich schon gesehen. Das sieht ganz eklig aus. Ja. Martin, Zutaten. Möchtest du auch eine Stecknadel? Oh. Ich musste da schon mal was Guck mal, das ist schön, wenn mitten in der Live-Sendung keiner mehr im Studio ist, weil die Moderatoren und Köche einfach gehen. So, und schon mal gewässerte Cashews. Aber jetzt habe ich alles? Ich habe das. Was braust du dafür? Die Cashews. Kannst du haben. Die Zitrone. Nee, Zitrone brauche ich hauptsächlich. Nee, die will ich haben. Zitrone? Hallo? Ich möchte auch Zitrone Ich hab haben. Hier das Lemon-Zeug. Ja, Kann's aber eine gibst haben. Du mir doch wohl ab. Ich hab schon geschlabbert. Wie schrecklich. So, hier eine kannst du haben. Oh, wie gnädig. So bin ich. Ja, Wahnsinn. So. Martin, noch ein kleiner Tipp. Ich will kein Ei. Britta, sprich doch nicht immer dazwischen. Ich Martin, kann nicht. Fang bitte mit dem Lemon Curd an. Nein! Was zum Teufel ist ein Lemon Curd? Fertig werden und ein bisschen abkühlen. Was ist überhaupt ein Lemon Curd? Frag doch mal den Chat. Wir sind übrigens alle getestet. Ja, wir sind immer getestet. Mein Doktor sagt, es ist noch okay. Meine Gartenblaubeeren sind ja super lecker. Hallo Holger. Holger hilft dir vielleicht, der weiß, was ein Lemon Curd ist. Ich weiß gar nicht. Du hast den Käsekuchen, du bist viel. Oder? Doch, Holger, ja, Holger! Lemon Curd. Hab ich gerade noch gemacht. Eila, was ist es? Hilf mir! Hör auf zu schreien. Nein! Was soll das heißen? Das ist albern. Lemon Curd. Lemon Curd. Zitronenwasser und Abrieb. Was? Langsam, Martin, langsam, ruhig. Lass hier, du hast Käsekuchen. Ich brauch kein Ei. Ich will kein Ei, ich bin vegan. Ja, Holger. Klar, bist du. Aber du hast doch den Käsekuchen. Du bist ein Mann, du brauchst mehr als ein Ei. Jonglage mit 2 Eiern. Und jetzt Jonglage mit 4 Eiern. Martin, mach mit. Jonglage mit 6 Eiern. Ich bin hier nur rein zufällig. Ich hab hier, eigentlich bin ich gar nicht da. Meine Güte, ist das peinlich. Was? Das war voll der Hammer. Und das so aus dem Steg. Nee, komm, ist gut. Also, weißt du jetzt, was ein Lemon Curd ist? Ja, Zitronenwasser mit Abrieb. Zitronenwasser mit Abrieb. Ich habe auch Lemon Curd gelesen. Das ist auch schön. Also, ich habe mir jetzt die Kokosmilch gegriffen und mach die mal warm. Die ist nämlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist ja noch so ein bisschen klumpig.
Und damit es alles schön wird, ist immer gut, wenn man es mal vorher einmal warm macht. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Aber Ahnung habe ich auch nicht davon, was ich hier tue. Na, Jan? Ich denke nicht. Richtig. Aber wenn du das Blaubeer-Dings machst, dann muss er heute nur rühren. Ich muss nur rühren und mixen angeblich, aber ich glaube, selbst das schaffe ich heute nicht. Wer ist denn alles im Chat? Alle wieder dabei. Alle wieder dabei? Guck mal, du kriegst so hier die Ayla Vasa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und da steht die schreibt dir genau, was du machen musst. Soweit habe ich nicht gelesen. Der Holger auch. Und die Petra Aufstrich? Schreibt, du brauchst ein Wasserbad. Honigartige Konsistenz, wie soll ich das? Du schaffst das, Martin. Ich mache das einfach nur warm. Hört. Ja, das muss so ein bisschen marmeladeartig werden. Ja, aber dann hätte ich ja gar kein Wasser holen müssen. Traditionell britisch. Komm, zeig bitte deine Beine, wenn es traditionell britisch ist. Warum? Weil die so britisch weiß sind? Ja, und weil du den hier das Schottenmuster an deine Hose gezaubert hast. Komm bitte. Mach einmal Hüp hoch. Erzähl doch jetzt. Zeig, was du hast. Guck mal, welchen Mixer nehme ich denn? Ich habe den grünen noch nicht mal ausprobiert hier. Den nehme ich diesmal. Den Ninja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin vollkommen überfordert. Der ist ja wirklich Ninja. Ja, weiß ich. Kennst du den? Auf mich. Weißt du, welcher Aufsatz dazu gehört? Jeder für sich selbst jetzt hier. Nee, komm. Die stehen da alle. Da haben wir keinen Aufsatz für. Doch, das sind die da außen. Links die. Die müssen das sein. Da steht so, Ninja. Martin, wie gehst du jetzt vor? Ich presse jetzt hier erstmal Zitrone auf. Ich weiß gar, habe ich hier eine Saftpresse? Wo habe ich mal eine Saftpresse? Ich hatte mal eine. Ich hätte hier eine für dich. Oh, gib mir die. Ach, bück dich doch selber. Wo ist sie? Da steht, das ist so eine voll elektrische Saftpresse. Damit kann ich auch überhaupt nicht umgehen. Ach, die. Ah, nee. Ich habe noch nie ein... Oh, jetzt, der hat sich festgesaugt. Das geht voll nicht. Mit sowas kann ich nicht arbeiten. Ich habe solche Gerätschaften nicht in meinem Zuhause. Mist. Kann sich irgendjemand vorstellen, wie das zu gehen hat hier? Jan? Ich werde nicht fertig. Das kommt direkt raus. Stimmt, da war doch was. So ein Schwachsinn. Wenn ich das da alles reinschmeiße, dann ist das Gefäß zu klein. Ach. Wir versuchen es mal. Der Ninja-Mixer. Was tust du? Zitronen elektrisch auspressen. Das riecht schon mal gut. Also für alle, die Zitronen mögen, das riecht lecker. So, Zitrone elektrisch ausgepresst. Was sagt denn der? Guck mal, die Petra Finken, die hat's voll raus. Was denn? Ja, die gibt dir voll die Tipps da. Echt? Ja, klar. Ja, Zitrone aufkommen, richtig. Aha. Das ist frech. Okay, währenddessen mache ich hier weiter. Ich habe keine Ahnung. Das ist voll blöd. So. Ich habe hier eingeweichte Cashewkerne zugewiesen bekommen. Und dann... Ich könnte die Konsistenz mal kurz prüfen, während Martin hier so rumrennt. Ja, jetzt, Abrieb. Ich muss ja noch die Schale hier waschen. Dann. Die sind so ein bisschen weich geworden. Sollen sie wahrscheinlich was machst du jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wie kommst du denn da jetzt auf Käsekuchen eigentlich? Weiß ich das denn? Ja, du willst doch keine Eier. Vegan. Also ich habe jetzt hier die eingeweichten Cashewkerne, die sind jetzt ein bisschen weicher angeblich. Ich habe keine Ahnung, ob ich die alle nehmen soll. Wenn ich die alle da reinschmeiße, gibt es doch eine Katastrophe. Da steht Abschälen dran. Ich habe Angst. Das ist nicht so meins. Also ich habe wirklich ein bisschen Sorge. Ach komm, Versuch macht klug. Martin, es könnte auch sein, dass du die Eier brauchst. Ja. Ich brauche die Eier?
Die Sabrina fragt, ob ich Hilfe brauche. Natürlich. Ja, ich brauche immer Hilfe. Wofür brauche ich die Eier? Für deinen Lemon-Kurt. Der Kurt braucht Eier. Dafür brauche ich Eier? Ja, klar. Ach, du Scheiße. Ihr unbehandelte Zitronen, Saft und Schale. Komm, bitte mal ein Foto von dir. Brauche ein Wasserbad? Warum brauche ich ein Wasserbad? Der steht hier wie ein Witzbold. Okay. Ja, das ist ein Verkleppern. Oh, das ist wie so eine Steuererklärung, die ich machen soll. Schlimmer, das ist schlimmer. Ganz ehrlich, dann mache ich lieber eine Steuererklärung. Ich kann das auch nicht. Weder das eine noch das andere. Weder Kochen noch Steuererklärung. Ich mache einfach mehr Abklärung. Also hier. Ich lenke mal kurz ab. Soll ich ablenken? Soll ich ablenken? Hä? Soll ich von dir ablenken? Der saugt sich fest. Soll ich von dir ablenken? Ja. Ja? Okay, also ich habe jetzt diese eingeweichten Cashewkerne in diesen Mixer getan. Ich habe ein bisschen Angst. Kleiner Hinweis an die Regie, bereitet die Zeitlupe vor. Auf jeden Fall. Dann habe ich die Zitrone geschnitten und presse die jetzt mit meiner ganzen Körperkraft aus. So. Wenn ihr jetzt, schade, also ich habe eine Maske auf, ich habe die Zunge rausgehalten in der Zeit, aber es ist ja nicht schlimm, braucht keiner sehen. So. Ich habe irgendwie, ja, da ich gespingst habe, was von Salz gelesen. Hast du, Salz ist immer gut. Weil in jedem Eier und Zucker schaumig schlagen? Ja, du musst bestimmt was schaumig schlagen. Eine Prise Salz. Und ich wasche mal diese Heidelbeeren hier. Oh, und jetzt vermischen die Rezepte. Ist das schön. Guck mal, jetzt hast du was zu tun heute noch. Juhu! So, Martin, jetzt bist du wieder dran. Du musst wieder Ja, ich muss ja noch rein. Die Show schmeißen. Ich reibe ja noch. Weil. Reibst du noch oder kochst du? Ja, ich muss noch reiben. Es ist essentiell, dass man richtig reibt. Ich auf jeden einfach Fall. Weiter. Und versuche in der Zeit auf zu lesen. Auf jeden Fall. Aber nicht verraten. Was hast du gemacht? Und ich reibe. Ich muss noch reiben. Gar nicht. Du hast bestimmt jetzt irgendwie so ein Fertigdessert aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, nö. Martin, laut Originalrezept. Müsstest du nicht reiben. Sag mal, wollt ihr mich alle verkohlen? Das finde ich gut. Das gefällt mir heute. Mach den Martin fix und fertig. Ich brauche ein Wasserbad. Ich brauche ein Wasserbad? Warmes Wasser, da Eier da rein? Aber frag wie viel doch, Wasser? Frag doch mal lieber den Master hier im Hintergrund, ob du wirklich ein Wasserbad brauchst. Vielleicht. Nein. Siehst du? Du musst einfach den Jan mal fragen. Du musst mal mit deinen Kollegen, musst du mal so ein bisschen zärtlicher umgehen. Nicht immer so grantig. Der Zitronensaft, der reicht schon. Siehste. Guck mal. Und da kommen die Eier rein? Eier sind immer gut. Aber die schreiben das doch hier, das klingt hier so, als wenn das getrennt wäre. Ach so, also pass auf. Also ich koche jetzt den Saft hier so ein bisschen auf. Mit dem Abrieb. Da oben steht Butter. Das ignoriere ich jetzt. Ich habe dir schon mal ein Glas Dein mitgebracht. Butter? Warte, ich nehme ein bisschen braunen Zucker. Er braucht ja ein Glas, ne? Was? Das ist ein Dessert im Glas. Hast du noch nicht mitgekriegt? Ach so. Ja, aber ich will ein schöneres Glas. Hallo? Hallo. Das ist mit unserem Logo drauf. Was ist denn mit dir ja, schräg? Ja, aber für ein Dessert ist es mir nicht... Da musst du ja nachher richtig reinlöffeln ja, und so. Ja, manchmal muss man reinlöffeln. So, ich mach das einfach mal. Ich mach da mal so ein bisschen Zucker rein. Das finde ich ganz geil. Du, pass mal auf. Ich nehme... Holst du gleich wieder oder kann ich den hier Metallo-Besen nehmen? Ich habe Angst. Ich führe gerade die Blaubeeren einfach dazu. Ich weiß also gar nicht, du brauchst ob halt keinen Schneebesen. Ich habe. Ich. Ach, oh, egal. Ich brauche erstmal einen Deckel. So. Abschälen steht da drauf. Vielleicht ist das auch einfach falsch. Ich habe Angst. Oh Gott. Was macht man? Start-Stopp-Puls. So. Und da mache ich jetzt Eier rein? Der zählt sogar! Und gleich explodiert der! Mach mal Stopp. Wir wollen ihn ja nicht überfordern. Heißt du, die Eier und weißen Zucker aufschalen? Es ist schon mal klein.
Ja, aber das soll doch einkochen. Die erzählen mir alle was anderes. Das ist so. Viele Köche verderben den Brei. Ich würde den Jan fragen. Ich persönlich habe ja selber überhaupt keine Ahnung davon. Ich auch nicht, aber so gar nicht. Martin, das gab schon echt super Tipps aus dem Chat. Ja, aber die erzählen ja alle was anderes. Du sollst dir die Zutaten verraten. Nicht mit dem Chat schimpfen. Okay. Zitronen. Ja. Zucker. Ja. Eier. Butter. Fertig. Oh. Butter. Butter ist wichtig. Gute Butter. Und? Die kommt da rein? Und dann? Und das mache ich hier in die heiße? Nein! In den heißen Saft oder nehme ich den jetzt runter? In den heißen. Ja, das muss so geleeartig werden und dann muss das auskühlen. Du musst das richtig, gib dem mal richtig Dampf da dem Ding. Lass es mal richtig brutzeln. Und dass das Gelee wird. Also meine Kokosmilch ist auch verkocht. Das ist schon mal schön. Die kommt jetzt hier rein. Ich bin bei dem Käsekuchenersatz Produkt. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel war. Man wird sehen. Tick, tack, tick, tack. Ich bin sowas von entspannt, das glaubst du gar nicht. Wie ist denn dein Tipp für heute Abend? Mein Tipp ist, ich gehe heute früh ins Bett. Ach Quatsch. Aber wetten würde ich drauf nicht. Du bist ja ein alter Langeweiler, ehrlich. Ich drück mal wieder auf Start. Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Sachen hier bedeuten. Lass laufen. Butter, sagt der Jan. Butter. Wie lange macht man sowas? I don't know. Britta könnte mal den Chat lesen. Das stimmt. Ab wann denn? Britta, umfüllen in Gläser. Ja, jetzt auch noch nicht, Sabrina. Zwischendurch die geschmolzene Kokosmilch dazugeben. Hab ich doch. Hier hat einer rumgekleckert. Aber hier oben, da hat sich's festgesetzt. Wenn ich das jetzt weiterkippe und wenn ich es hochnehme, da es sich ja festgesetzt hat, würde ich jetzt alles, das tue ich nicht. Also ich muss das jetzt hier mal so ein bisschen lösen. Weil irgendwie hat der Ninja oben keine Arbeit geleistet, nur unten. Ist da denn schon das Kokosöl drin? Ach, entspann dich. Frag ja nur. Nee, natürlich nicht, das steht ja noch. Jetzt habe ich gerade erst mal durchgelesen. Ich drücke nochmal auf Start. Es kocht. Martin, ist was passiert? Es kocht. Cool. Ja. Aber eine ganz neue Erfahrung, oder? Was heiß wird, kann kochen. Wow. Kokosöl. Okay, wie viel nehme ich denn jetzt davon? 2:1 Frankreich. Nee, das ist falsch. Das ist der Tipp für heute Abend von der Sabrina. Petra Finken schreibt, alles muss man so lange verrühren, bis es sich verbunden hat. Bei mittlerer Hitze dick und cremig. Dick und cremig kannst du doch, oder? Hä? Dick und cremig. Da, guck mal, das wird doch dick und cremig, aber mittlere Hitze steht da. Ich habe keine Zeit für mittlere Hitze. Das sage ich auch immer. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für mittlere Hitze. So, jetzt kommt Kokosöl. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Kokosöl gekocht. Aber ich mache das auch mal ein bisschen warm, weil das hat auch noch so eine komische Konsistenz. Muss ich das warm machen oder nicht? Da steht 60 Milliliter Kokosöl, 130, ein Drittel, okay, gut. Wie viel Butter nehme ich? Oh, wie viel Butter? So ein Hub. Mit Butter kann man nie was falsch machen. Ich weiß, frag, ach komm, hier, mach mal das auch mal. Das bringt Geschmack dran. Kokosöl. So. Ein bisschen mehr. Ich habe das jetzt mal auch ein bisschen erhitzt. Aber da ich doch gerade auch nichts abgemessen habe, wieso soll ich denn jetzt was abmessen? Ach, hier wird nicht gemessen. Finde ich auch. Kannst du noch mit Kokosöl was anfangen? Ich doch nicht. Ich mache ja hier so ein Curl. Da kommt ja traditionell kein Kokos rein. Dann mache ich alles. Dann mache ich das jetzt gleich auch mal nach Gefühl. Keine Gefangenen. So. Wattenquatsch. So. Kurz ein bisschen warm machen. Jetzt habe ich Kokosöl.
Das darfst du nicht machen. Wir sind beim Kochen. Das ist alles toll. Was? Nein, ich hab... Doch. Ich hab voll in die Schlotze. Wenn ich das jetzt da reingieße, kann es doch nicht besser werden. Frag mich mal. Die Petra Finken, die hilft dir und sagt 100 Gramm, Martin. Ja? Könnten. Petra, du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe so eine kleine Waage im Handgelenk. Aber war ja die Eier so da rein? Ja, habe ich jetzt. Immer schaumig aufrühren. Ich habe keine Zeit für schaumig aufrühren. Ich kann gar nicht schaumig aufrühren. Soll ich für dich schaumig aufrühren? Jetzt ist es zu spät. Ich hau da jetzt noch mal so ein bisschen von diesem Kokosöl rein, mix noch mal und guck, was passiert. Start! Ah! Wo ist deine Zitrone? Hier ist noch ein Stück Zitrone. Ah, super. Guck mal, so bin ich zu dir. Mal gucken, was es getan hat hier. Was tut denn das Kokosöl für mich? Ich hab vergessen zu rühren. Was? Du bist ja genauso schlimm wie ich. Mindestens. Oh, ich habe eine schöne Konsistenz. Das kann man jetzt nicht anders sagen, ob das schmeckt. Ich habe Angst, das zu probieren. Ehrlich? Das sieht auch nicht im Ansatz so aus wie auf dem Foto, möchte ich sagen. Also ich habe das ja immer bei mir. Ich gucke ab und zu mal runter und da ist keine Ähnlichkeit. Kann ich so ein... Ist das... Was ist das? Joghurt. Oh, kann ich da so ein Eckchen von dir haben? Auf jeden Fall. Warte. Ja! Nur so ein Schlons. Weiß ich, will ich ja besiegen heute. So, das kommt jetzt hier. Das wird meine Deko. Weil ich keine Sahne habe. Das klappt so nicht. Muss das irgendwie anders hier anbringen. So. Muss das jetzt irgendjemand... Ich muss das probieren, oder? Jan? Ja, mach doch eben. So. Ich mag keinen Kokos. Kokos mag dich auch nicht. Nur noch. Ich reibe noch ein bisschen. Ich mach das jetzt so. Du musst gar nicht reiben. Das aber das sieht gleich ganz toll aus mit diesen gelben Stücken hier drin. Das einzige Gute an dieser Maske ist, dass man da drunter so eine Schnute ziehen kann, wie man will. Das ist auch wahr. Ach guck mal, ich kann noch was reiben. Jan, das kann man nicht essen. Nein. So, das. Und jetzt mache ich einfach. Britta, ist das nicht noch viel zu warm? Durch das Mixen? Das ist so eklig. Wie schön. Ey, ganz ehrlich. Bah! Nee, ich muss was trinken. Scheiße. Entschuldigung. Ich sag nicht, wie das schmeckt. Boah, Martin, probier das mal. Du musst erst die Zitrone, ich habe da noch Zitrone reingerührt. Die muss ich auch nehmen, oder was? Nein, die musst du erstmal unterrühren, aber tu es, ist es nicht. Okay, warte. Schmeckt ein bisschen laff. Und? Laff! Das schmeckt wie frisch erbrochen. Nee, es fühlt sich nur wie frisch erbrochen an. Boah, das krieg ich nicht. Mann, Jan, was sollen wir denn... Was tust du? Was sollen wir denn hier mal machen? Das sollte ein einfaches Dessert werden. Ich mach da erstmal Zucker dran. Das geht nicht. Guck mal, kann die Kamera mal hier reingucken? Das ist jetzt interessant. Wenn man da noch mehr Zitrone reinmacht, dann hat es auch nicht mehr diese erbrochenen Farbe, sondern wird tatsächlich rosa. Ja, Tassen. Vielleicht muss mehr Zitrone rein. Vielleicht war auch das Verhältnis einfach falsch. Ich kümmere mich ja nicht um Verhältnisse. Wo habe ich denn? Ich hatte doch gerade... Ach, da habe ich ja. Martin, Eiler aus dem Chat fragt, was macht dein Zitronenpudding? Ja, der... Der heißt Kurt. Zeig mal in die Kamera, wie das aussieht. Alter, ich habe genug Butter reingemacht, damit es nicht komplett verklumpt. Ich probiere das mal, bevor ich das da so... Probiere ich das? Was? Ach, eigentlich ja nicht, oder? Wahnsinn!
Sauer macht ja lustig. Ich esse lieber sauer der als Jan, das hier. Der Jan hat heute Abend eine Menge Witze zu erzählen. Ich glaube, ihm wird gleich richtig schlecht. Wenn der das essen muss, ey, das tut mir morgen so leid. Sind wir alle krank. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss das mal eben schockfrosten oder so. Habe ich noch so viel Zeit? Klar. Jan, es tut mir so unendlich leid. So. Oh. Bin ich eigentlich da. Nein, dieses, hast du den Geschmack und dieser Kokosgeschmack? So ja, wenn man keinen Kokos mag, ist das natürlich echt ätzend. Oh. Entschuldigung für diese Geräusche. Muss es im Glas sein oder kann es auch in der Schüssel? Egal. Egal ist es nicht. Ja, es geht auch in der Schüssel, klar. Hauptsache es ist eine Glasschüssel. Aber es tut mir so leid um die ganzen Zutaten. Vielleicht kann man ja Eis draus machen. Oh Mann. Wie schrecklich. Komm, einer geht noch. Vielleicht sollten wir die zusammenschütten. Was hältst du davon? Nee. Martin, zeig noch mal das Bild für unsere Zuschauer. So. Das sieht ja fast richtig aus, ja. wie das da sein soll. Nur so grob verrühren. Schütte, das wird nichts heute mit mir. So lang da rein. Für die Optik. Ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen, was ich getan habe. War vielleicht ein bisschen viel Kokosöl. Nee, ich habe ja die Hälfte nur genommen hier. Ich habe das zwar alles erhitzt, weil wofür braucht man das? Nee, ach, echt nicht. Das ist hinterher fürs Fake-Foto. Nein, auch nicht. Ich mach's falsch. So. Hab ich so ein. Nee. Die ist gesprungen. Die sollte nicht so tief fallen, aber manche Blaubeeren fallen tief. Gut, dass ich noch 5 übergelassen habe. Die haben mich gerettet vor dem Tod. Für die Optik sind die jetzt natürlich ganz entscheidend. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus, deins. Ja. Also das hier ist fürs Foto, das kann man nicht essen. Essen kann man. Das ist Minuten gelogen, so schlimm ist das gar nicht. Nee, das ist widerlich. Das ist nicht nur. Ja, nicht wenn schlimm. Man keinen Kokos mag, dann ist das widerlich. Würdest du das essen? Ja, es ist halt kein Käsekuchen, ich weiß nicht, wo du. Was ein Elend. Martin, der alte Zauberkünstler. Willst du auch ein paar Mandeln? Nee, ich möchte gar nichts mehr essen, nach dem, was ich hier im Mund gehabt habe. Ehrlich nicht. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich die Sendung durchhalte bis zum Schluss. So, das habe ich. Jetzt mache ich noch. Alter Angeber. Ja. Alter Angeber. Was sagt denn der Chat? Klingt auch schon eine Krise? Ich guck lieber nicht mehr hin. Wie, du guckst nicht mehr hin? Lieber nicht. Bei Food Designern ist das auch nicht echt fürs Foto. So, danke. Und der Tipp noch, mit Wodka spülen. Ja, ich hätte gerne was. Ganz ehrlich, Mann. Boah. Und ich. Wie lange darf es denn kühlen? Noch? Rubbeln noch mal was drüber. Ja, wir warten jetzt, bis Martin fertig ist und dann kann serviert werden. Nee. Ich glaube das nicht. So.
Jetzt brauchen wir. Weil meine Tief. Ja, gut. So. Ich behaupte, fertig. Nimmst du schon mal meinen Löffel mit? Vielleicht hätte ich die Mandeln ein bisschen feiner hacken sollen. Ah. Bitte die 38. Nee. Hier ist Zitronensaft ausgelaufen. Ganz ehrlich, ne? Ich kämpfe gerade mit mir. Also dieses Zeug hier. Nee. Ach, ja. Jan, du tust mir so elendig leid. Ja, danke. Ich mach mich bereit. Aber ich tue alles dafür, dass ich aus dieser Sendung ausscheide. Ja. Ja, doch. Schmeckt das, was du da gemacht hast? Ich habe keine Ahnung. Dann bin ich jetzt ein bisschen ehrlich. So. Da, guck, Eiler. Super, Martin. Jawohl, Eiler. Warte. Komm schon, Jan, trau dich. Die große Portion ist für den Jan und die kleine ist fürs Foto. Lemon Curd ist doch gelb. Mein Curd ist gelb. Zeig mal. Aber der Joghurt ist natürlich nicht gelb, Sabrina. Guten Abend. Hallo. Na? Geh mal. Was ist zum Essen von dem, was hier steht? Ja, sich beides hat er. Wo sind eigentlich meine kleinen Schälchen hin? Die kleinen Schälchen sind weg. Warum sind die weg? Hast du die Hallo? Ja, hallo. Sehe ich so aus, als würde ich kleine Schälchen nehmen? Ey, ihr beiden, sieht richtig gut aus. Also anrichten könnt ihr ja, ne? Ich probiere deins zuerst, Britta. Nee, tu es nicht. Doch, hast du ein Wasserglas da? Nee, das geht schon. So. Fluffig. Oh Gott, du tust mir echt leid. Ich möchte das Gesicht sehen. Nimm nicht so viel auf den Löffel. Und es ist warm, du musst dir jetzt Frozen vorstellen. Ich schieb's weg. Boah, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Würde ich nicht anbieten. Na, ich auch nicht. Tu's weg, schieb's weg. Nimm. Ja, irgendwas hast du da falsch gemacht. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab alles in den Mixer gegeben. Ja, vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge. Bestimmt. Da stand alles zusammenhauen. Ja, und die Geschwindigkeit. Höhe ab Höhe erhöhen. Ich habe immer mal zwischendurch gestoppt und dann weitergemacht. Du spickst das Rezept und dann kommt trotzdem sowas bei rum? Ich nehme noch eine Blaubeer. Du hast das Rezept gespickt vorher? Nein, würde ich nie tun. Boah, du... Echt? Ich möchte das ohne Mandeln. Ich möchte. Nein, die gehören dazu. Das darfst du nicht! So, jetzt Martins. Stille. Zitronencreme mit... Lemon Curd. Und Mandeln. Vorsicht, nimm nicht so viel. Oh. Mhm. Jetzt hör auf. Doch, das ist super lecker. Aber nur, wenn man es mischt. Du kannst dieses gelbe Zeug alleine kann man nicht essen. Bestimmt. Sollst du ja auch nicht. Das ist genauso schrecklich. Darum wird es ja auch mit so ein bisschen Joghurt. Nein. Du hast das jetzt gepimpt. Ich esse davon nichts mehr. Wie, was gepimpt? Ich habe das genauso gemacht wie er, das da vorne stehen hat. Ja, ich sage, du hast da noch was Süßes und so zugemacht. Das habe ich ja alles nicht. Ich sollte doch da Zucker reinmachen. Ja, da gehört Zucker rein, ist schon richtig. Ja. Du hast gewonnen. Ich weiß. So, ich esse es trotzdem nicht. Martin, du hast eindeutig gewonnen. Das Ganze jetzt noch kalt, das wird richtig super schmecken. Ja, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht. Deins kalt weiß ich nicht. Ich würde eher sagen... Mir tut so leid. Ich entschuldige mich hiermit offiziell dafür, dass ich diese ganzen Zutaten verschandelt habe. Tut mir echt in der Seele weh, aber man kann es nur wegschütten. Habt ihr trotzdem gut gemacht. Du auch, Britta. Fleißsternchen bekommst du ja. Sternchen, Troststernchen. Fleißsternchen. Ja. So, jetzt mach einen Tanz. Zeig dich jetzt von hinten.
Ist ja Englisch heute. Ja, aber Englisch ist ja nicht schottisch. Ja, aber fast. Das ist britisch. Britische Beine hast du auf jeden Fall. Definitiv. Immerhin eine Hose an. Was sagt der Chat? Guck mal, die Petra, die dich da unterstützt hat, die ist echt, die feiert das Ganze mit dir gerade. Ja, ich hab nur kurz drauf gucken können. Ach, da steht, du durfte dir nicht helfen, doch hast du doch so alles gut. Also doch, den Boden polieren? Mann, weiß ich nicht. Hä? Ich lese den Chat. Ja. Du darfst ruhig weitermachen. Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ach, egal. Ich habe gewonnen, das ist alles, was zählt. Ich glaube, alle haben heute was Besseres noch zu tun. Fußball gucken, wahrscheinlich. So wie die Britta auch. Dann beeile ich mich ja. Schön, dass ihr da wart. Danke für die viele Hilfe. Und guten Appetit, Jan. Ja. Danke. Ich habe dir da eine Schmackazie hingezaubert. Okay. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wirklich? Ja. Auf jeden Fall. Wer weiß, was wir dann versauen. Schön. Irgendwas versauen wir immer. Auf jeden Fall. Mal gucken, so, ich muss immer darauf achten, welche Kamera jetzt gerade an ist. So, du bist der Profi. Trotz. Ja. Bis dann. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Hey, das war's mit unserem Video. Wir hoffen, es hat dir sehr gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da und aktiviere unten die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst.